Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Pandemie hat die Weltwirtschaft, die deutsche und Berliner Wirtschaft aus den Fugen gebracht, wie wir es uns vor einem Jahr noch nicht hätten vorstellen können. Herr Kreff hat es vielleicht nicht bemerkt, die Wahlkampfrede, die er hier heute gehalten hat, verdirbt es sozusagen mit seinen potenziellen Koalitionspartnern SPD und Grüne, die er vielleicht im Auge haben könnte. Die Linke steht nicht zur Verfügung, Herr Gräf. Staatshilfen wirbeln die öffentlichen Haushalte durcheinander, wie es keiner im Traum gedacht hätte. Wo früher über ein paar Millionen gestritten wurde, sind es jetzt Milliarden, die über den Tisch in den privaten Wirtschaftskreislauf geschoben werden, zur Sicherung von Existenzen. Wo bis dahin Neuverschuldung ein verordnetes Tabu für Haushälter war, scheint es kaum noch der Rede wert. Meine Damen und Herren, die Linke hält dabei drei Fragen für besonders wichtig. Erstens, erreichen öffentliche Hilfen diejenigen, welche es am notwendigsten haben? Zweitens, öffnen die Hilfen auch Wege für notwendige Strukturveränderungen, für Zukunftspotenziale, die nach der Bewältigung der Pandemie notwendig werden? Und drittens, wird es einen solidarischen Lastenausgleich am Ende geben oder werden derzeit auch noch große Privatvermögen durch Hilfe gepäppelt, um dann die Lasten, Schuldenabbau in den nächsten Jahrzehnten zu sozialisieren? Herr Abgeordneter Ginter, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wild zulassen. Nein, ich möchte meinen Beitrag fortsetzen und Herr Wild ist mir zu wild. Zum ersten Punkt. Wen erreicht welche Hilfe? Ich möchte keine Zwischenfragen. Wen erreicht welche Hilfe? Wie? Mit welcher Wirkung? Holzschnittartig kann ich darauf nur eingehen, weil die Zeit sonst nicht reicht. Bei den großen Summen sind wir auf die Maßnahmen der Bundesregierung angewiesen. Das wurde ja schon mehrmals hervorgehoben. Eine große Summe ist in die Mehrwertsteuerabsenkung geflossen, mit zweifelhafter Wirkung, so sagen es auch die Institute. Die bisher wirksamste Hilfe und Sicherung von Arbeitsplätzen haben die Kurzarbeitsregelungen gebracht. Auch wenn wir uns als Linke eine Aufstockung gewünscht hätten, die auch Kaufkrafteffekte gehabt hätten. Berlin hat mit seiner besonderen Wirtschaftsstruktur mit über 200.000 Soloselbstständigen Freiberuflern stets darum gerungen, dass deren Absicherung drängend ist, gescholten vom Bund und legendär die schnelle Auszahlung von Soforthilfe 2. Berlin dringt darauf, dass weiter Unternehmerlohn für Lebensunterhalt berücksichtigt wird und nicht nur Fixkosten, die oft nicht helfen. Die Koalition bedauert und mahnt Erleichterungen an, dass bei vielen Bundeshilfen die Hürden, sei es die Höhe des Umsatzausfalls, Vergleichszeiträume etc. und Bürokratie so hoch sind, dass Unterstützungen nicht oder sehr verspätet ankommen, so auch die sogenannten November- und Dezemberhilfen, die erst mit Abschlagszahlungen verspätet seit Januar anfangen. Bei allen Bundeshilfen seit November und jetzt in 2021 drohen durch nachträgliche Änderungen der Bedingungen im laufenden Verfahren erheblich niedrigere Förderbeiträge, hat Frau Ludwig ja auch schon ausführlich darauf eingegangen. Berlin hat für besonders belastete Bereiche begrenzt noch zusätzliche Mittel für Kultur- und Kreativbereich, Schankwirtschaften, Mode sowie zur Gewerbemietentlastung mobilisiert. Eine umfassende Beteiligung der Immobilienwirtschaft, Anpassung von Gewerbemieten ist noch nicht gelungen. Und ja, Herr Gräf, da wäre man wirklich eine Aufgabe, der Sie sich widmen können und der Sie aus dem Weg gegangen sind. Ich will jetzt nicht vermuten, dass Sie selbst, da die CDU von Spenden aus der Immobilienwirtschaft so stark profitiert, dass das ein Grund ist, dass Sie an die Frage der Gewerbemieten, die ja für Berlin schon vorher ein Problem waren, und deren Regulierung nicht herangehen wollen. Die Koalition bereitet einen Antrag vor zu einem Gewerbemietenschnitt, jetzt zumindest zu den Corona-Zeiten. Aber die Frage stellt sich in allen Großräumen auch ohnehin, dass die Regulierung von Gewerbemieten dringend geboten ist.
Besonders bedauerlich finde ich, dass der Bund nicht dazu gebracht werden konnte, die Hartz-IV-Sätze während der Corona-Zeit aufzustocken, weil durch Einstellung der Schulverpflegung mit Schulschließung Kosten auf die armen Familien abgewälzt sind und zusätzliche Bedarfe bei Homeschooling anfallen. Zum zweiten Komplex. Haben Hilfen auch absehbare Strukturveränderungen im Blick? Welche Veränderungen können wir nur abfedern und müssen sie eher mit Arbeitsmarktmaßnahmen und Transformierung begleiten? Mit auslaufender Insolvenzregelung Februar, vielleicht März, wie Frau Ludwig ja auch angedeutet hat, wird es eine aufgeschobene Insolvenzwelle geben, die schwer abschätzbar ist. Besonders notleidend sind die Reisebranche, Gastgewerbe, Hotel-Gaststätten, Veranstaltungsmanagement, Messe-, Kongressbetreiber und Ausstatter Kultureinrichtungen, Einzelhandel außer Lebensmittel und körpernahe Dienstleistungen. Wichtig wäre auch jetzt schon, notwendige Veränderungsprozesse im Blick zu behalten. Bei dem Gastgewerbe, Messen und Kongresse wird es nicht zur schnellen Erholung kommen. Vermutlich wird es auch Umschichtungen geben zu digitalen Formaten, die jetzt eingeübt wurden. Und bestimmte Bedarfe dadurch auch abgedeckt werden, die nebenbei auch klimafreundlicher sind als große Reisebewegungen. Der Tourismus wird erst mittelfristig zurückkommen. Die privaten Mittel in Europa für Auslandsreisen schrumpfen. Und es wird schmerzliche Anpassungsprozesse geben. Das zwingt Berlin, seine anderen Potenziale stärker auszubauen. Und die Tourismusorientierung stieß ja auch schon vor Corona an Grenzen. Von anderen Potenzialen hat Berlin noch viel zu bieten. Im Wirtschaftsausschuss hatten wir gerade die Anhörung zum Entwicklungsprojekt Urban Technic Republic. Im Zentrum nachhaltige Technologieentwicklung mit dem endlich geschlossenen Flughafen Tegel. Zusammen mit Siemensstadt und auch der Ansiedlung von Tesla zeichnen sich Chancen für große neuartige Beschäftigungsmöglichkeiten ab, gestützt auf das Zusammenwirken von Wissenschaft, Start-ups und Industrie. In diesen Bereichen können wir an den Arbeitsplatzaufbau der Jahre vor 2020 wieder anknüpfen, wenn die Pandemie überwunden ist. Besonders gefreut hat mich, dass ich im Zusammenhang mit Urban Tech Republic mit dem Schuhmacherquartier der Aufbau eines Holzclusters mit Brandenburg und Produktion vor Ort sich abzeichnet. Neue Arbeitsplätze und schneller, nachhaltiger Wohnungsbau scheinen sich segensreich dort regional zu verbinden, wie es die Koalition mal in einem Abgeordnetenhausbeschluss angeregt hatte. Wir brauchen aber auch die Bereitschaft von Unternehmen, den ohnehin notwendigen Transformationsprozess wegen Klimawandel, Energiewende und so weiter zu nachhaltiger Wirtschaft mit unserer Stadt zu bewältigen. Zum Beispiel bei den neuen Antriebssystemen für Kraftfahrzeuge. Dort gibt es viele Potenziale in der Stadt. Deswegen schmerzt es mich, dass Daimler in meinem Heimatbezirk, Ortsteil Marienfelde, sich bisher darauf nicht einlässt, sondern in den Traditionsstandort nicht mehr investieren will und 2000 Industriearbeitsplätze dadurch gefährdet sind. Und wir müssen von Politik und die Belegschaft dort unterstützen, dass das nicht eintritt. Pandemiebedingt ist im letzten Jahr der Umsatz des Einzelhandels nicht eingebrochen, aber hat sich verlagert. Lebensmittelmärkte haben erhöhten Umsatz, weil stärker zu Hause gekocht wird. Aber vor allem hat der Onlinehandel profitiert auf Kosten des stationären Handels, der zeitweise schließen musste. Ich habe mich über die Digitalprämie gefreut und wir sollten das noch verstärken in diesem Bereich hin zu komplexeren Geschäftsstraßenplattformen, verbunden mit modernen Lieferkonzepten, um stationären Fachhandel zu stabilisieren, um in Konkurrenz zu internationalen Onlinehändlern bestehen zu können. Wie wir überhaupt den Corona-bedingten Digitalisierungsschub zu mehr Selbstinitiative jenseits großer Online-Plattformen weiterentwickeln sollten. Aufgaben im Zusammenhang mit der CityLab. Zum dritten Punkt, solidarischer Lastenausgleich. Notwendige Hilfsmaßnahmen, erhebliche öffentliche Mittel, teilweise auf Pump, fließen teilweise in Unternehmen, die gleichzeitig noch Rekorddividenden ausgeschüttet hatten. Tatsächlich sind die reichsten Deutschen in 2020 noch erheblich reicher geworden. Milliardenhilfen erreichen auch Unternehmen, die mit Unternehmensverschachtelungen in Steueroasen Gewinne auflaufen lassen und in Deutschland Steuern vermeiden. Dazu soll zum Beispiel auch TUI, aber auch verschiedene internationale Handels- und Hotelketten gehören.
Im Bundestag hat die Linke gerade auch einen Antrag eingebracht, dass pandemiebedingte Hilfen an einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen gekoppelt werden. Auch alle öffentlichen Wirtschaftshilfen gibt es nicht zum Nulltarif. Mit der Neuverschuldung in Bund und Ländern geht einher, dass Tilgungspläne mitbeschlossen werden. In Berlin soll über 27 Jahre getilgt werden, was uns in den nächsten Jahren den Finanzierungsspielraum einschränkt. Die Linke konnte in der Koalition leider nicht überzeugen, wie in anderen Ländern, NRW, 50 Jahre, dies über längere Zeiträume zu strecken. Die Linke wird umso mehr darauf drängen, dass es bundesweit zu einem Lastenausgleich, zum Beispiel durch höhere Besteuerung von Spitzeneinkommen, einmaliger Vermögensabgabe oder ähnlichen Instrumenten kommt. Schon beginnen im rechten Lager von Unternehmensverbänden die Debatten, dass im Sozialbereich oder bei tariflichen Einkommen Anpassungen notwendig wären, um die Corona-Hilfen sozusagen gegenzufinanzieren. Danke, meine Herren. Ich merke, dass es angekommen ist.